Hallo, ich möchte euch einmal zeigen, wie einfach es ist, speziell an einem Gizokugelkopf die Friktion voreinzustellen. Es gibt anscheinend Leute, die haben da ein bisschen Schwierigkeiten mit und behaupten, es wäre sehr kompliziert oder aufwendiger, die Friktion voreinzustellen. Und ich zeige jetzt mal, wie man das ganz leicht machen kann. Also im Moment ist hier eine relativ leichte Kamera mit Objektiv auf dem Kugelkopf aufgespannt. Die Friktion richtet sich ja danach, was das Equipment, was auf dem Kugelkopf ist, dass das, wenn man die Hauptschraube, das ist die hier an diesem Kugelkopf, wenn man die löst, dass die Kamera nicht unkontrolliert irgendwie abkippt, also durch eine hohe Geschwindigkeit irgendwohin abwandert und vielleicht sogar das Stativ zum Sturz bringen könnte. So, ich zeige das mal. Also, ich habe jetzt hier die Vorspannung schon gemacht, die ist korrekt. Und wenn ich jetzt die Hauptschraube löse, habe ich keine Sorge. Man braucht ja gar nicht viel Kraft, das ist alles. Jetzt wäre die Kugel ja so geklemmt, dass sie sich gar nicht mehr bewegen lässt, die Kamera. Die Bewegungen, die man sieht, entstehen noch ein bisschen durch Stativ selber, aber die Kugel hält das jetzt schon. Wenn ich die Klemmung löse, kippt die Kamera nicht und lässt sich aber immer noch ganz leicht ausrichten, aber sie würde halt nicht unkontrolliert abkippen. Das würde sie tun, wenn ich jetzt, mach das mal eben, ich stelle die mal etwas wieder zurück, wenn ich jetzt diese Friktionsschraube öffne, dann schraube hier, die Hauptklemmung ist ja geöffnet, das sieht man. Wenn ich jetzt diese Klemmung hier löse für die Friktion, dann würde die irgendwann abkippen. Dafür ist die Friktion, also die Vorstellung, die Voreinstellung der Friktion ja da. So, wie macht man das, dass das halt nicht passiert? Das macht man so. Ich muss jetzt mal eben meine Kamera mit festhalten. Ich hoffe, man kann es dann trotzdem gut erkennen. Also, ich stelle jetzt die Schraube so ein, dass die Kamera jetzt schon nicht mehr einfach abfällt. Ja, sie sackt auch nicht mehr nach. Es könnte aber passieren, wenn ich die weiter schräger stelle, also noch weiter Richtung Boden ausrichte. Passiert jetzt im Moment nicht. Für mich ist die Voreinstellung jetzt gut, weil ich kann die Kamera jetzt in jede Richtung immer noch ausrichten. So, jetzt kommt das Entscheidende. Also die Voreinstellung der Klemmung ist jetzt auch schon meine Friktion, die ich haben möchte. Jetzt drehe ich hier diese Schraube. Das ist die Friktionsschraube. Die kann man sehr weit lösen und auch sehr weit spannen. Nur so weit vor, bis ich einen plötzlichen Widerstand spüre. Das ist der Widerstand. Löst das ganz minimal und wenn ich jetzt die Schraube wieder öffne, habe ich meine Friktion. So einfach geht das. Habe ich meine Position jetzt für die Kamera gewählt, die Kamera ausgerichtet, dann muss ich jetzt nur noch festziehen und das war's.